Ja, wir sind heute hier in Bremen und zwar bei Don Performance. Danke, lieber Don, dass wir bei dir sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Danke. Ja, wir haben hier Richis Motorrad hingebracht, da kommen wir später zu. Ich habe jetzt erstmal ein paar Fragen an dich. Ich bin ja so, ja, technisch nicht so bewandert und wie ist das eigentlich Mapping? Was bedeutet das überhaupt? Mapping kann man eigentlich mal damit erklären, man passt die neu verbauten Komponenten, wie zum Beispiel geänderter Luftfilter, Auspuff oder wenn man mal die Nocke ändert halt, dann müssen die Füllmengen des Motors wieder angepasst werden. Und das korrigiert man mit einem Mapping. Das heißt, durch einen Luftfilter, der mehr Luft ansaugt, bekommst du mehr Luft in den Motor rein und dadurch müssen halt auch die Kraftstoffmengen alles mit angepasst werden, damit der Motor wieder alles vernünftig läuft. Okay, verstehe. Das heißt, wenn ich mir eine neue Harley kaufe, ist erstmal alles fein, aber wenn ich dann anfange und ich sage, ich will einen neuen Auspuff, ein bisschen mehr Sound haben und ich verändere da was, dann würde so ein Mapping Sinn machen oder auf jeden Fall muss sein, wie. Ja, absolut. Du veränderst ja zum Beispiel mit einem lauten Auspuff, hast du einen anderen Staudruck, als wie es bei dem Originalauspuff ist. Deswegen ist er ja auch lauter. Und dadurch muss man die Werte wieder anpassen halt. Was zum Beispiel häufig ein Thema ist, das Magerruckel. Man fährt mit 30, 50 in eine Kurve rein oder durch den Kreisverkehr oder eine schöne Spitzkehre. Und das Motorrad fängt so leicht an zu ruckeln alles. Das nennt man ein Magerruckeln, weil das Gemisch in diesem Augenblick nicht perfekt ist für die Situation. Okay, verstehe. So, und wenn ich das jetzt verändert habe und ich will jetzt so ein Mapping haben, muss ich dann zwangsläufig immer zu dir nach Bremen kommen oder habe ich da auch irgendwie, kann ich zu meinem Harley-Händler gehen? Da gibt es doch so eine Software, die du da, kannst du das mal so Genau. erklären? Wir vertreiben unser System über Harley-Händler. Wenn man guten Fisch haben sollte, sollte man immer nach Bremen kommen, denke ich. Nein, Quatsch. Nein, wir entwickeln hier die ganzen Geschichten alles halt. Wir machen die ganzen Vorbereitungen, die ganzen Tests und sowas alles halt. Der Vertrieb bei uns läuft ausschließlich über die Harley-Händler. Ah, das ist cool, weil ich denke mir so, wenn ich jetzt in München wohne und ich habe jetzt eine neue Auspuffanlage und dann soll ich noch nach Bremen irgendwie mein Moped schaffen, wäre natürlich blöd. Aber dann kann ich einfach zu meinem Händler gehen und sagen, ich hätte gern das Mapping von Dom Performance. Genau, richtig. Aber wenn du einen guten Fisch haben willst. Was heißt das guten Fisch? Fisch. Ach, Essen. Fisch! Ja. Da merkt man mir, dass ich Rheinländer bin und du näher an der See wohnst. Ne? Wenn du gesagt hättest, irgendwie einen halben Hahn, dann hätte ich es verstanden. Das ist Käse, ne? Genau. Mit Bröckelchenbrot. Richtig, genau. Ja, und der Richie hat ja jetzt sein Moped heute hier hingebracht, das ist auf den Prüfstand gekommen und das konnte jetzt nicht gemacht werden, weil der irgendwie auch eine Nocke bekommen hat. Genau, wir haben Erklär Herrn das Ritchie mal. mal was Neues gemacht. Es gibt von der Firma Wutz, ganz verrückter Ami irgendwie, ganz lustiger Vogel. Der hat eine neue Nocke raus, das ist die sogenannte 22XE. Wird in den USA gerade sehr gehypt. Die haben wir mal besorgt, haben wir beim Ritchie mal eingebaut. Und den Hype von den Amis kann man verstehen. Das, was sie liefern soll, hat sie heute alles geliefert. Und jetzt haben wir die Basismaps hierfür erstellt. Später kann das auch jeder Händler von uns machen. Ach cool. Und Richies Moped hat jetzt quasi als Vorlage dafür gedient. Ich habe ihn nicht missbraucht, wenn du das meinst. Drehmomentkurve, wie sie reinkommt. Und was diese Nocke natürlich macht, das ist ein sogenannter Büffelrücken. Das heißt, sie kommt rein, und du siehst hier, bei ungefähr bei dir schon mal 2,4, fängt an, das Drehmoment hochzusteigen und kriegt dann diesen Buckel und hältst es auch sehr, sehr lange. Wir sind jetzt an der Kupplung bei 190 Newtonmeter. Die absolute Champions League sind immer die 200, die schaffen wir heute nicht. Freue dich nicht, das ist aber 190 ist schon richtig Das krass. ist Wie schon gesagt, cool, der ja. Kurvenverlauf ist geil. Du fährst halt hier, alles super Suture noch. Sobald du reingehst, 2,4, 2,5, steigt das Drehmoment richtig schön mit an. Da hat man Spaß mit. Da hat man Spaß mit. Ja, das ist echt eine spannende Geschichte. Na, spannender wird es ja gerade so ein bisschen. Ich habe gehört, du kriegst ein neues Motorrad. Jetzt Richie mit seinen Leistungsdaten irgendwie. Dann bin ich ja gespannt, was Richie dir zum Geburtstag schenkt, dass du mitkommst. Ja, boah, der Blick, Richie ist hinter der Kamera. Ja, das tatsächlich, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich habe es erst, oh, ganz wenig Menschen wissen das erst. Ich bekomme tatsächlich auch eine neue Harley, kein Problem. Es wird die neue Street Bob. Zum Geburtstag wäre ein bisschen lang, ne? Wir müssen den ganzen Sommer noch fahren. Ich habe ja erst im September mal sehen, aber ich denke, wir sehen uns dann wieder. Sehr gerne, freue ich mich drauf. Viel Spaß. Danke dir.
Ja, und googelt mal Don Performance, wenn ihr was verändert habt an eurem Moped, irgendwie Auspuff, Luftfilter, sprecht euren Harley-Dealer an, der hat die Software da und kann euch die aufspielen, damit ihr auch richtig schön Power habt. Bis dann, ciao. Tschüss.